Tag, Herr Meyer-Junken. Gut, dass ich Sie als Chef des Blasorchesters unseres Kleingartenvereins vorher noch mal treffe. Ich möchte etwas mit Ihnen bereden. Ich werde gleich in der Sitzung meine musikalischen Vorstellungen vortragen für die geplante Festveranstaltung. Frau Vorsitzende? Nein, jetzt nicht. Frau Vorsitzende? Nein, ich kenne Ihre Vorliebe für seichte Schlager. Die anderen kommen gleich. Frau Vorsitzende? Ah, unser Musikus. Gut, dass ich Sie vor der Sitzung noch sehe. Wie Sie ja wissen, stehe ich auf Hardrock und Heavy Metal. Überlegen Sie sich also gut, was Sie nachher als Begleitmusik für unser Festival vorschlagen. Aber Frau Donner, komm mal. Ach, Herr Meyer-Jungblut. Gut, dass ich Sie vorher noch treffe vor der Sitzung. Können Sie dann vorschlagen, gleich so richtig gefühlvolle Schlagermusik, wissen Sie, so, die so richtig mir ins Herz geben, fürs Publikum auch so, als Begleitmusik fürs Fest. Nicht, dass jetzt wieder die Lehrerin kommt und will Heavy-Metal-Musik haben oder was anderes. Machen Sie doch, ne? Ich zähle auf Sie. Okay? Bis nachher. Na, das wird ja noch lustig werden. So, ich sehe, alle Teilnehmer des Vorstands sind anwesend. Frau Möbius, wie üblich, schreiben Sie bitte die Teilnehmerliste und das Protokoll, schon wegen C. Ich rege an, dass wir nicht von der Corona-Pandemie oder ähnlich sprechen, sondern nur von C. Dann wissen alle Bescheid. Das bitte gleich auch ins Protokoll. Ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind, auch weiterhin die Masken aufzubehalten. Danke. Unser einziger Tagesordnungspunkt ist die geplante Festveranstaltung zum 100. Bestehen unseres Kleingartenvereins. Dazu Wortbeiträge. Wenn ich gleich etwas zur musikalischen Begleitung sagen darf. Herr Meyer-Jungblut, nein, dürfen Sie nicht. Später vielleicht. Erstmal müssen wir uns um den Ablauf und die Inhalte kümmern. Wegen Choro C müssen wir uns ja einige Gedanken über die Sitzordnung machen. Ja, danke, Herr Rechenschieberich. Auch dazu kommen wir später. Wir müssen unbedingt auch noch über das Weihnachtsmärchen sprechen. Frau Donnerkomma, das ist sehr wichtig, steht aber heute nicht auf der Tagesordnung. Soll das jetzt ins Protokoll? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dazu nur sagen, dass meine Julia diesmal nicht wieder einen der Esel spielen will. Ja, danke, das haben wir verstanden. Sie kennen doch die Tochter von Frau Donnerkomma. Die ist als Esel richtig besetzt. Meine Herren, bitte. Wenn ich zur Struktur der Festveranstaltung etwas beitragen soll, so sollte die Veranstaltung doch mit einem schönen Lied beginnen, das alle Teilnehmer mitsingen können. So etwas wie Herzilein oder so. Wir sind hier in unserem schönen Hamburg, Herr Meyer-Jungblut. Wenn wir etwas singen, dann noch eher ein norddeutsches Lied, oder? Dann schlage ich Highway to Hell vor. Und wie schreibt man das Highway to Hell? Hier wäre Yoga. Komme ich etwa zu spät? Yoga ist hier nicht. Hier tagt der Vorstand. Gut, stellen wir das mit dem Lied mal hinten an. Doch nein, mir kommt da gerade in den Kopf, das könnte doch unser Chor übernehmen. Frau Donnerkomma, Sie können die Damen und Herren Ihres Chors schon auf der Bühne aufstellen und dann vielleicht einen Chanty anstimmen? So etwas wie den Drunken Sailor oder so. Das ist ja nämlich unsere letzte Ausfahrt mit dem Chor. Da haben wir das wörtlich genommen. Und das wird nun mit dem Weihnachtsmärchen? Aus technischer Sicht ist mir der Aufbau der Ton- und Lichttechnik natürlich sehr wichtig. Bei einem Konzertveranstalter, einem guten Freund von mir, könnte ich eine Bühnenausstattung besorgen, die sonst bei Open-Air-Konzerten im Einsatz ist. Wie wäre das denn? Dann blasen wir alle weg mit Highway to Hell. Highway to Hell! Ah, jetzt weiß ich, wie man das schreibt. Schön, schön. Im Übrigen, liebe Frau Donnerkomma,
falls sie mit ihrem wiederholten Wunsch, hier über das Weihnachtsmärchen zu sprechen, die Absicht haben, meiner Christine die Rolle der Königin abspenstig zu machen, haben sie sich geschnitten. Daran ändert sich nichts. Nochmal zu der Bühnenanlage. Ich müsste meinem Freund da kurzfristig mitteilen, ob wir die Anlage haben wollen. Eine Nummer kleiner tut es gewiss auch, Herr Rechenschieberich. Dann lassen Sie mich noch über die Hebebühne sprechen. Hier in der Mitte unseres Vereinshauses sollte nach meiner Auffassung eine Hebebühne installiert werden. Darauf könnte dann alles stattfinden. Wegen C, Sie verstehen schon. Abstand und so. Wie groß ist denn so ein Teil? Entschuldigung, aber ich suche die Teilnehmerin für den Yogakurs. Die sind donnerstags hier in diesem Raum. Heute ist Freitag, gute Frau. Also die Hebebühne. Ach so, 5x5 Meter sollte es schon sein. Ich habe da Verbindung zu einer Firma im Hafen, die uns das zur Verfügung stellen würde. Und das Teil schwebt dann über den Köpfen der Gäste? Aber da uns die Gäste da auf der Hebebühne nicht sehen können, überspielen wir alles über Video auf eine Leinwand. Wenn ich dazu was sagen darf, das muss aber eine sehr große Leinwand sein. Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Die Vorführungen sind nur auf einem Video zu sehen? Alles wegen C? Wie blöd ist das denn? Ich fasse zusammen. So eine Hebebühne kommt nicht in Frage. Frau Möbius, haben Sie das fürs Protokoll? Ja, ist notiert. Aber wir sind mit der Frage der Maria noch nicht weitergekommen. Nun lassen Sie uns doch erstmal ein Begrüßungslied festlegen. Herr Meier-Jungblut, diesen Punkt hatten wir doch vertagt. Also nochmal zum Programm. Unsere Orchideenexpertin spricht dann zu den Gästen. Ich habe das bereits mit ihm besprochen. Er hat eine Rede vorbereitet, die so in etwa eine halbe Stunde dauert. In dieser Zeit könnten wir dann ja die Hebebühne aufbauen. Nein, nochmal nein. Eine halbe Stunde geht nicht. 7 bis 8 Minuten sind ausreichend. Und keine Hebebühne, Herr Rechenschieberich. Haben wir denn überhaupt genügend Desinfektionsmittel gekauft? Ja, da habe ich im Baumarkt einen 5-Liter-Kanister gekauft. Das dürfte reichen. Da kann man ja drin baden. Bitte bleiben Sie doch beim Thema, Herr Rechenschieberich. Was kommt nach der Rede? Vorschläge bitte. Nicht schon wieder. Ist vielleicht der Yogakurs hier im Nebenraum? Nein, im Nebenraum probt die Theatergruppe. Kein Yoga. Auf Wiedersehen. Wenn ich dann auf unsere Veranstaltung zurückkommen darf, dann könnten wir doch ein schönes Lied singen. Bitte bleiben Sie sachlich. Dann sollten die Berichte der grünen Kreise folgen. Obstkreis, Efeukreis, Kompostkreis, etc., etc. Und wir müssen noch über das Weihnachtsmärchen sprechen. Die Königin. Da hätte ich einen Vorschlag. Die Vorsitzenden der Arbeitskreise könnten in einer Gondel von der Decke abgeseilt werden. Das muss natürlich mit Mikro ausgestattet werden. Und die Lautsprecheranlage. Ob da die Vorsitzenden mitspielen? Sie kennen doch die Damen und Herren. Da sind einige schon recht betagt. Dem Ingenieur ist nichts zu, na, Sie wissen schon, schwer. Wir werden die Damen und Herren mit einer Seilkonstruktion wie in den Bergen sichern. Da kann nichts passieren. Ich kenne den Vorsitzenden des Hamburger Alpenvereins. Der hilft uns mit seinen Leuten. Und danach singen wir ein Volkslied, wenn es nach Ihnen geht, Herr Meier-Jungblut, nicht wahr? Ich hätte da einen ganz entzückenden Vorschlag. Heidi oder etwas von Karel Gott? Ich gebe zu Protokoll. Ja, Frau Möbius? Ich müsste, Frau Vorsitzende, langsam zur Orchesterprobe. Auch das noch. Dann vertagen wir uns mit dem Programm zur Festveranstaltung auf den nächsten Freitag, 15 Uhr, wieder hier im Raum. Bitte machen Sie sich Gedanken. Heute war das ja wohl nichts. Ich danke Ihnen und schließe die Sitzung. Also unten am Aushang steht, dass hier in diesem Raum Yoga ist. Gute Frau, der Raum gehört Ihnen.
Ich verstehe nicht, was die immer gegen Volkslieder haben.